Ja, herzlich willkommen. Heute hier zu dem Vortrag über Azure Sentinel. Und ja, ich würde sagen, wir starten direkt mal. Heute geht es um Threat Hunting mit Azure Sentinel. Wir fangen mal mit der Vorstellung kurz an. Ich bin Jan-Henrik Damaschke, bin Microsoft MVP für Azure, Microsoft Certified Trainer und jetzt schon seit einigen Jahren im Azure und Security Bereich unterwegs und arbeite halt in dem Kontext auch viel kundenbezogen im SIEM-Kontext, Azure Security Center und in der hybriden Cloud-Absicherung zusammen mit meinem Kollegen Christoph. Ja, hallo, mein Name ist Christoph Burmeister. Ich bin Senior Consultant und noch ganz frisch MVP, erst seit diesem Jahr für Cloud und Data Center Management. Ich komme ursprünglich aus dem Infrastrukturbereich, mache sehr viel Automatisierung, DevOps, Containerisierung und bin noch relativ neu in der ganzen Security-Sache, aber es macht mir sehr viel Spaß und Jan-Henrik ist da wirklich sehr engagiert, mich da weiterzubringen. Genau, zu treten könnte man auch sagen. Genau, ich organisiere noch zusammen mit einem sehr guten Kumpel die Hamburg PowerShell User Group. Also falls ihr mal in Hamburg seid, guckt gerne mal auf die Meetup-Seite und kommt gerne vorbei. Genau. Kurz einmal zur Agenda. Wollen wir einmal heute drüber sprechen. Also erstmal einmal der Security Primer, was ist aktuell Status Quo? Was ist überhaupt Threat Hunting? Eine kleine Übersicht über die Azure Security Landschaft und natürlich im speziellen Azure Sentinel, das ganze Alerting, wie das funktioniert. Also wenn wir ein Threat detecten, wie dann das weitere Vorgehen ist. Das Hunting selbst, also wie wir Breaches finden, wie wir rausfinden, dass da vielleicht jemand gerade in unserer Umgebung hängt. Die verschiedenen Integrations für Azure Sentinel, die ist wirklich ganz schön stark gewachsen seit der Private Preview und noch ein paar Takeaways. Genau, dann würde ich auch gleich weitermachen. Lass mir mal ganz kurz mein Handy muten. Ja. Genau, was ist Status Quo? Das größte Problem sind tatsächlich immer noch die Menschen, also die das ganze Thema Identity ist immer noch der größte Faktor, wie Hacker in Umgebung reinkommen. Man kann auch immer noch ganz gut sehen, 44% findet immer noch durch Phishing-Mails statt. Social Engineering ist ziemlich stark gewachsen in den letzten Jahren und Malware kommt dann im Grunde durch diese beiden Sachen irgendwann in die Umgebung rein. Genau, also der Großteil, also wirklich halt Human-Based Attacks sind immer noch 71%, was glaube ich halt für sich selbst spricht. Genau. Christoph hat es ja schon gesagt, der größte Teil der heutigen Attacken sind einfach zielen auf die Schwachstelle Mensch ab. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Die Malware-basierten Attacken oder die technisch versierten Attacken sind eher gleichbleibend in der Häufigkeit und im Auftreten, bleiben aber eher gleich oder nehmen ab. Und alles, was irgendwie auf den Faktor Mensch fokussiert ist, wird immer mehr. Das heißt, da ist halt auch der Punkt, wo man immer ansetzen muss. Und warum muss man das machen? Dafür habe ich auch nochmal diesen Slide mit reingenommen. Weil alle Attacken gegen die Technik sind einfach extrem günstig geworden. Zero-Day-Exploits in Software, in bekannten Produkten kriegt man heutzutage für relativ kleines Geld. DDoS-Attacken kriegt man für sehr kleines Geld. Kompromittierte Devices kriegt man für sehr kleines Geld. Wenn wir uns mal angucken, was so die Standard-Ransomware kostet, ist das auch vergleichsweise lächerlich für den Outcome, den man bekommt. Und ja, man muss einfach realisieren, das ist eine eigene Industrie, der Security-Bereich, gerade im Angriffsbereich, das sind keine Leute, die irgendwo in ihrem Keller sitzen und irgendwas hacken, das sind eigene Unternehmen, die sitzen in verschiedensten Ländern, haben das als eigene Dienstleistung, die haben Servicezeiten, die haben eine riesige Infrastruktur dahinter, die haben Pricing-Modelle und wir haben es halt heutzutage nicht mehr mit irgendwelchen zufälligen Angreifern zu tun, sondern mit hochorganisierten kriminellen Institutionen und staatlichen Angreifern. Gegen staatliche Angreifer hat es sowieso keinen Sinn, irgendwie vorzugehen, weil wenn die rein wollen, kommen sie sowieso rein, aber alles andere, da ist es sehr wichtig, dass man versucht, auch auf ein Level zu kommen. Und um gegen diese Industrialisierung anzukommen, ist einer der Möglichkeiten, die man heutzutage hat, zum Beispiel auf cloudbasierte Technologien zu setzen. Und das ist ja auch eins der Themen, die wir uns heute angucken, ein cloudbasiertes SIEM-Tool. Und was sind die großen Vorteile? Ich glaube, ich muss jetzt gar nicht so genau darauf eingehen. Ich glaube, jedem ist das irgendwie bewusst, dass man sowohl in Cloud als auch in On-Premise die Workloads komplett verteilt hat über die ganze Landschaft. Der große Vorteil bei Cloud Security und auch bei Cloud-Enabled Security sind natürlich einmal die vielen zusätzlichen Informationen, die wir von dem Hersteller bekommen, von dem wir die Cloud-Produkte beziehen.
Das heißt, wir haben nicht nur Informationen aus unserer eigenen Umgebung, können die auswerten, sondern wir haben Informationen aus hunderttausenden Umgebungen weltweit. Und wenn man dann auch zusätzlich noch anfängt, auf Cloud-Technologien zu setzen, hat man natürlich standardisierte Umgebungen, die auch deutlich einfacher und übersichtlicher abzusichern sind. Und dadurch gibt es einfach diesen Responsibility-Shift, das kennen wir auch schon aus dem Infrastructure-as-a-Service-Bereich. Jeder kennt diese Responsibility-Matrix von Cloud, in welchem Bereich ist wer zuständig und so weiter und so fort. Genau das Gleiche trifft halt auch auf Security zu. Das heißt, wir können uns viel mehr darauf konzentrieren, wirklich uns um die Angriffe zu kümmern, um die Techniken zu kümmern und uns weniger damit beschäftigen, was die Technik dahinter ist und uns irgendwelche Infrastrukturen aufzusetzen, um genug Rechenpower zu haben, um die 10 Terabyte Logs zu parsen, die am Tag reinkommen. Und wenn wir darüber reden, es gibt so ein ganz nettes Beispiel aus dem Security-Bereich, das ist die sogenannte Pyramid of Pain. Die kommt irgendwie aus dem Jahr 2013 von David Bianco, der hat hier aufgestellt, und da geht es einfach nur um die Theorie, was oder wie groß der Aufwand ist, um bestimmte Angriffsthemen oder um bestimmten Angriffstypen entgegenzuwirken. Und hier ist in der Komplexität von unten nach oben steigend. Ganz unten die ganz basistechnischen, signaturbasierten, heuristikbasierten Antiviren-Tools ist heutzutage so Basis, ist existent, aber richtiger Schutz ist es halt nicht. Das ist so, als wenn man heute noch auf portbasiertes Firewalling in seinem Netzwerk setzt, dann ruft das Jahr 2000 an und möchte seine Security zurückhaben. Danach natürlich das ganze Thema IP-basierte Geschichten, wie gesagt, Firewalling, ist alles trivial, ist alles einfach und bis zum Level Domain Name, Network Host Artefakte sind das heutzutage Commodity Solutions, die sind in jedem Netzwerk irgendwie vorhanden, das sind die Standard IDS-Systeme, Standard Firewalling, die ganzen normalen Techniken, aber das sind halt nicht die Angriffe, mit denen wir uns heutzutage auseinandersetzen, das sind nicht die Angriffe, die wir eben zum Beispiel auf der Matrix gesehen haben, die man kaufen kann. Das sind nicht die Tools, die mich davor schützen, dass Leute für 2, 3, 4, 5.000 Euro einen Zero-Day kaufen und irgendwie über bestimmte Tools in mein Netzwerk eindringen. Und deswegen kümmern wir uns hauptsächlich um die oberen beiden Bereiche. Das heißt, nicht die harten Fakten der Technik zu verstehen, sondern die Tools zu verstehen. Und viel, viel wichtiger der obere Part, die TTPs, die Tactics, Techniques and Procedures zu verstehen, wie Angreifer vorgehen. Das heißt, nicht mehr auf signaturbasierten und harten technischen Fakten zu arbeiten, sondern zu erkennen, was für ein Angriff stattgefunden hat und nicht mehr, wie der Angriff stattgefunden hat. Weil das Tool, das kann ich mir zehnfach neu schreiben, wenn ich weiß, wie eine Technik funktioniert, dann schreibt der Angreifer sich das skizzierte Tool einmal neu und schon wird es von keinem einzigen Antivirenprogramm mehr erkannt. Das ist eine Sache von einer halben Stunde in den meisten Fällen, das so abzuarbeiten, dass es von keinem Antivirentool mehr erkannt wird. Deswegen ist das halt ein trivialer Schutz. Und das ist genau der Punkt, womit wir auch zu dem heutigen Thema eigentlich kommen, nämlich zu dem Hauptthema Threat Hunting, was in den letzten Jahren einer der Bereiche im Security-Gebiet geworden ist, der extrem wichtig ist, weil der sich tatsächlich genau auf diese verhaltensbasierten Techniken und Prozeduren von Angriffen und von Angreifern beschäftigt und sich damit beschäftigt, wie man damit umgehen kann und was es für Methoden gibt, um auch dagegen anzuarbeiten. Genau. Wollen wir uns einmal angucken, was überhaupt das Thema Threat Hunting überhaupt alles darstellt. Also das ist im Security-Bereich ist das eine Blue Team-Taktik. Es gibt ja immer die Red Teamer und die Blue Teamer, die Angreifer und die Defender. Und genau, also Threat Hunting ist im Grunde ein proaktives Incident Management. Also ich möchte im Grunde genau wissen, wie ich auf etwas reagiere, bevor es also dafür sorgt, dass es also dass es halt zu einem Schaden kommt. Also ich möchte quasi direkt merken, wenn ein Angreifer in meiner Umgebung ist. Das Ganze findet auf einer technischen Ebene statt, also halt technisch im Netzwerk und natürlich auf den jeweiligen Systemen, die der jeweilige Angreifer angreifen möchte. Und ich möchte die Threats natürlich detekten, je nachdem mit welchen Tools wir arbeiten. Also es gibt verschiedene Classes in der Security. Genau. Das ist ein Prozess, der sehr, sehr stark gelebt werden muss in der Firma. Also das bringt nichts, das einmal zu implementieren. Also man muss einmal die Berater reinholen, das ganze Thema aufsetzen, so dann halt einen ZOG implementieren und dann läuft das einfach so. Nein, das ist wirklich ein kontinuierlicher Prozess, der muss permanent weiterentwickelt werden, weil auch die Hacker schlafen nicht, ganz im Gegenteil. Die sind immer sehr, 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 sehr aktiv. Genau.
Und das Ganze basiert auf den auf der Analytics von den IOCs, also quasi welche also IOC heißt also das sind Indicators of Compromise und die sind im Grunde festgelegt, also das heißt, wie merke ich, dass etwas kompromittiert wurde. Und der Grundbestand dafür sind im Grunde halt die gesammelten Daten. Also ich brauche irgendein System, mit dem ich halt die Daten analysieren kann, um zu merken, dass da gerade jemand eingebrochen ist. Ja, genau. Machen wir weiter. So, erstmal kurz erschlagen werden. Christoph hat es ja schon gerade gesagt, das Wichtigste in dem ganzen Thema ist Daten. Und damit, das ist übrigens ein original Microsoft-Slide, der ist nicht von uns. Den könnt ihr euch auch angucken unter aka.ms/mcha. Da wird ja auch immer aktualisiert. Wenn man dann die 3-4 Minuten überstanden hat, indem man erstmal erschlagen ist und sich dann wieder erholt hat von der riesigen Menge an Daten hier dran, dann merkt man, dass es doch tatsächlich ganz sinnvoll ist, denn wie gesagt, das ganze Thema ist sehr datengetrieben und wir müssen mit dem ganzen Thema extrem kontinuierlich umgehen, das heißt, jeden Tag, jede Woche gibt es eigene Threat-Hunting-Teams, die Threat-Hunting-Engagements durchführen und die halt proaktiv nach diesen Bedrohungen suchen. Worauf wir uns heute konzentrieren, ist der Bereich ganz oben links. Der ist auch da so ein bisschen blau eingekreist. Kann man kurz einen weitergehen. Wie gesagt, ihr könnt euch das Thema an sich auch sehr gerne online angucken. aka.ms/mcha. Wir haben das nachher auch in den Links auf den Folien, wenn ihr euch die runterladet, mit drauf. Und was da der entscheidende Punkt ist, ist eigentlich dieses ganze SOC-Thema. Das heißt, wir haben unser Security Operations Center klassischerweise im Unternehmen oder halt auch sehr oft extern ausgelagert und innerhalb dieses SOC-Teams wird halt auch das Threat-Hunting-Team implementiert. Und die Tools, die uns unter Azure dafür zur Verfügung stehen und die wir uns auch heute angucken, ist hauptsächlich Azure Sentinel. Azure Sentinel bietet hierbei die SIEM und SOAR-Funktionalitäten. Das gucken wir uns gleich noch ganz genau an, was das bedeutet. Zusätzlich integriert in Windows Defender ATP, wird auch dem einen oder anderen was sagen. Und das sind dann die beiden Tools, mit denen wir sowohl Azure-seitig, was die Indikatoren, was die Daten, was die Logs angeht, sowohl für die Cloud-Dienste als auch für die virtuellen Maschinen, die laufen, Linux, Windows-seitig etc., erstmal die Möglichkeit haben, eine extrem große Anzahl an Daten einzusammeln und dann später unsere Analysen darüber zu fahren. Genau. Und damit kommen wir auch zum eigentlichen Produkt. Und zwar Azure Sentinel. Genau, Azure Sentinel ist ein Cloud-Native SIEM, also ein Security Information and Event Management. Das kennt man eigentlich bloß von On-Cloud, standardmäßigen Installation von On-Premises, wie zum Beispiel jetzt halt ein Splunk oder ein SolarWinds. Damit kann man das vergleichen, nur dass man hier keine Infrastruktur betreiben muss, ein ganz normaler Managed Service. Unter anderem ist es Azure Sentinel auch ein SOA, also ein Security Orchestration und Response Management. Genau, ist aktuell noch in Public Preview. Da hat sich auch jetzt gerade in den letzten Tagen viel getan. Die Integration in Azure Monitor ist noch besser geworden. Genau. Das Ganze basiert auf Log Analytics Daten, also das heißt, wenn meine virtuellen Maschinen Daten an Log Analytics senden, beziehungsweise halt einfach nur sobald eine virtuelle Maschine verbunden ist zu Log Analytics und Daten sendet, kann ich diese auch auswerten über Azure Sentinel. Ich kann auch einfach über die REST API von Log Analytics Daten dahin senden und so unter anderem dafür sorgen, dass Daten aus meiner eigenen Applikation in Azure Sentinel analysiert werden können. Das Ganze ist ML-based und hat eine sehr große Integration für externe Services. Genau. Einmal kurz einmal aufgelistet, was für Features Azure Sentinel so mitbringt. Also ein sehr gutes Thema ist das Dashboarding. Das wurde jetzt gerade vor 2 Tagen abgelöst durch die Jupyter Workbox. Und genau, also sehr viel Analytics. Er hat ein eigenes Incident Management und ganz wichtig auch ein Automation Management. Das heißt, sobald ein Threat auftritt, kann ich im Vorfeld definieren, dass eine gewisse Aktion stattfindet. Also direkt mit Reaktion, ohne menschliche Interaktion dabei. Behavior Analytics, ein sehr, sehr großes Thema, gerade in Bezug auf Azure AD und Office 365. Ich kann alle User analysieren, beziehungsweise einfach nur das Verhalten der User analysieren. Die meisten kennen das vielleicht, wenn man PayPal benutzt
und sich irgendwie über eine Citrix-Session einmeldet oder einmal eine VPN aufbaut und dann war man innerhalb von 2 Minuten an 2 Stellen, die ungefähr so 3000 Kilometer auseinander liegen. Da sind quasi festgestellt an der Geolocation, ja okay, dieser Login ist im Grunde unmöglich und könnte quasi gelten als kompromittiert. Und anhand von diesen Daten kann man unter anderem dafür sorgen, dass also Threats mitigiert werden. Dann das Hunting selbst, genau, anhand von Hunting Queries und die Korrelation von den Daten, die man in den Workspaces hat. Dann einmal die kleine Gegenüberstellung von Azure Sentinel und dem Azure Security Center. Genau, also die Targets sind im Grunde ganz andere, weil Azure Sentinel ist Hybrid-based. Also das heißt, ich kann wirklich jede VM daran anbinden, egal ob sie on-prem steht, in Azure oder auch in einer anderen Cloud. Genau, und das Azure Security Center ist da eher Cloud-focused. Das Alerting ist direkt mit integriert bei Azure Sentinel. Azure Security Center verfügt nicht darüber. Dashboarding ist genau das gleiche, wie eben schon gesagt, ist jetzt gerade überführt worden. In die Workbooks, genau. Threat Hunting ist halt der Kern von Azure Sentinel und in dem Security Center nicht wirklich vorhanden. Compliance-Daten, da sieht es dann wiederum anders aus, also Compliance und Recommendations. Da ist es genau andersrum, da ist das Security Center wesentlich weiter vorne. Und die Automation, das Security Center basiert im Grunde darauf, dass man informiert wird, aber es werden keine aktiven Actions gezogen. Aber genau. Die Integration von Azure Sentinel ist wirklich sehr, sehr groß. Zeigen wir gleich nochmal eine kurze Übersicht von. Und im Security Center ist das durchaus spärlich gesät. Mittlerweile sind die meisten davon auch schon deprecated. Genau, und das Pricing geht 1:1 einher mit dem Log Analytics Workspace. Da gibt es keine weiteren Kosten, wenn das Azure Security Center, sobald man über den Free-Tier hinausgeht, pro Server, glaube ich, 15 Euro kostet und somit sehr, sehr viel Geld kostet. Genau, also wie Christoph schon gesagt hat, Sentinel basiert ja auf Log Analytics, das heißt, wir haben Log Analytics Workspace. Wir gucken das uns jetzt einmal direkt im Azure-Portal an, wie das aussieht innerhalb von unseren Sentinel Workspaces. Und so, Azure Sentinel. Ich hoffe, wir können was erkennen. Wir können das, glaube ich, nicht viel größer als 120% drehen, weil sonst skaliert das Azure-Portal sich selbst wieder kleiner. Das ist ein bisschen komisch, haben wir eben festgestellt. Aber wenn ihr irgendwas nicht erkennen könnt, sagt Bescheid, dann versuchen wir kurz ranzuzoomen. Wenn wir hier kurz in unsere Azure Sentinel Workspaces gehen, im Azure Sentinel Bereich von Azure, dann sieht man schon direkt seine Workspaces. Man sieht auch an dem Icon, dass es Log Analytics basierend ist, aber sobald man dann einen auswählt, wird auch sehr schnell klar, hier ist eine komplett andere Ansicht. Man hat immer noch die Möglichkeit, in die klassische Log View von Log Analytics zu gehen und dann hier seine Log Queries abzuschießen. Und man hätte auch noch die Möglichkeit, wieder zurück in den Log Analytics Workspace zu wechseln, mit den ganzen klassischen Log Analytics Einstellungen, die man kennt. Aber dieser ganze Bereich ist genau das, was letztendlich Azure Sentinel ausmacht. Genau, wir gucken das gleich nochmal an. Wir haben hier diese Incident-Bereiche, Workbooks. Christoph hat es eben schon gesagt, es gibt diese älteren Dashboards in Azure, die werden jetzt langsam, aber sicher komplett durch die Workbooks abgelöst. Das wurde jetzt vor 2 Tagen angekündigt. Vorher gab es schon eine Private Preview für 1-2 Wochen. Das heißt, es wird wahrscheinlich noch ein paar Wochen dauern, bis es komplett raus. Und was so die Dashboarding-Fähigkeiten von Azure Sentinel angeht, erstmal so kurz als kleine Basis, gucken wir uns einmal kurz an, was da so drin ist. Mal gucken, dass das auch lädt. Genau, hier steht es auch, Workbooks will be replaced. Es gibt eine ganze Reihe von Templates auch schon von Microsoft vorgefertigt, die man benutzen kann für das Thema. Die werden auch gepflegt in dem offiziellen Azure Sentinel GitHub Repo, genau auch so wie alle Hunting Queries. Das heißt, wenn also viele von den Queries, die wir auch heute benutzen werden, seht ihr auch direkt innerhalb von dem GitHub Repo von Microsoft Sentinel. Das Problem ist nur, dass das Internet hier ein bisschen langsam ist. Jetzt sehr gut. Genau, wie gesagt, also das hier sind so ein paar Templates von Microsoft. Man kann die direkt bei sich importieren. Können Sie einfach mal kurz ein schnelles Dashboard angucken. Die sind auch komplett customizable, diese Workbooks. Und das heißt, es ist im Hintergrund so ein bisschen HTML-basierter Syntax, kombiniert mit Log Analytics Syntax.
Und hier haben wir zum Beispiel das Identity and Access Workbook, das heißt, hier sieht man so die zum Beispiel die Top 10 User Activities, dann welche User sich zum Beispiel wo angemeldet haben, welche Prozesse ausgeführt wurden, hier unten nochmal eine Auflistung zum Beispiel nach Logon Activity Type und sowas. Das Schöne an diesen Workbooks ist, dass sie auch interaktiv sind, das heißt, wenn ich jetzt sage hier System, dann passen sich auch die anderen anderen Workbooks wieder an. Wenn ich jetzt sage, ich möchte nach meinem DC-Admin zum Beispiel suchen, kann ich es hier direkt filtern, auswählen und kriege dann entsprechend auch woanders die Daten angezeigt, welche Activities darauf beruhen. Soweit erstmal Fragen hierzu. Sehr gut. Ja. Immer das Gleiche. Genau. Nächstes Thema in Azure Sentinel, was viel interessanter ist, ist das Alerting. Genau. Kannst du kurz was zu erzählen, dann würde ich das schon mal im Portal aufmachen. Dann kannst du noch ein bisschen fragen. Genau. Die Queries, die man definiert innerhalb des Analytikbereichs von Azure Sentinel, kann dafür sorgen, also wenn sie getriggert werden, dass sofort ein Incident erstellt wird. Und dieses gesamte Incident-System ist vollkommen losgelöst von irgendwas, was man sonst so kennt. Also das ist wirklich auch zu 100% integriert in das Azure-Portal und man kann dort auch dann direkt jemanden diesen Incident zuweisen. Also zum Beispiel innerhalb des SOCs kann man dafür sorgen, dass sobald ein Incident auftritt, wird erstmal eine E-Mail geschickt an den SOC-Provider oder es wird irgendwie eine Nachricht ins Teams zum Beispiel geschickt und dann kann sich jemand aus dem SOC-Team das Ganze direkt nehmen und das zuweisen, so wie Hendrik das gerade zeigt. Also dann kann man doch direkt sehen, okay, dieser Alert ist jetzt gerade schon in Progress und wird bearbeitet und sobald er erstellt, also sobald er im Grunde fertig ist, kann er dann hier geschlossen werden und ist dann auch nachvollziehbar. Das Ganze hat den charmanten Vorteil von der Investigation Function, die ist jetzt auch gerade erst vor 2 Wochen aus der Private Preview in die Public Preview übergegangen und hier kann man auch tatsächlich genau sehen, welche Komponenten in diesen Alerten involviert sind und von dort aus dann auch direkt weitergehen. Also kannst du ja gerne nochmal. Ja. Genau. Wir haben es hier schon gesehen, wir haben hier ein paar Alerts, wir haben im Hintergrund also eine kleine Brute Force Attacke laufen auf einen von unseren Hosts, die hier angebunden sind, kriegen deswegen halt auch regelmäßig Alarme und können halt entsprechend die Tickets dann halt handeln. Ne? Wie gesagt, wir haben hier die Möglichkeit seit, ich glaube, knapp einer Woche oder so, diesen Investigation Graph zu nutzen, wo einfach die Entitäten automatisch verknüpft werden, die innerhalb dieses Alerts verknüpft sind. Gibt es, das sind übrigens Brute-Force-Attacken, die nicht von uns kommen. Wir haben nur einen User, alle anderen User hier sind irgendwie aus dem Internet. Genau, die ganzen Identitäten werden hier abgebildet. Man kennt das vielleicht schon aus Windows Defender Advanced Threat Protection. Da gibt es auch so eine Art Investigation Graph. Und das ist genau hieran angelehnt. Und genau, wie das Ganze aussieht, wenn halt so eine Brute-Force-Attacke auftaucht, das sieht man hier. Wir haben jetzt hier von vor ein paar Minuten durch die eine Brute-Force-Attacke, die im Hintergrund immer läuft, genau den Alarm. Und wo das Ganze abgebildet wird, ist hier unter Analytics. Das heißt, wir haben eben gesehen, es gibt diese Excessive Log-On Failures Meldung, diesen Incident, der erstellt wird. Und der wird definiert durch eine Log-Analytics-Query. Das heißt, wir haben hier unsere Regel, Excessive Log-On Failures haben wir die genannt, haben eine kurze Beschreibung reingepackt, basiert auf einer Vorlagen-Query, auch aus dem Sentinel Workspace, bisschen angepasst für uns. Das Ganze kann man sich dann auch direkt angucken, was bei der Query rauskommt. Das heißt, wir haben hier unseren Log-Analytics Workspace, wo die ganzen Maschinen dranhängen, holen uns kurz aus dem Security-Event-Log die Event-IDs raus, 45625 für Failed Log-On, filtern das ein bisschen runter, sortieren das ein bisschen, ein paar Transformationen, also eine sehr, sehr einfache Log-Analytics-Query und haben dann nachträglich hier die Möglichkeit, dem diese Identitäten zuzuweisen und halt entsprechende Scheduling-Activities zu setzen, das heißt für irgendwelche erstmal für die Thresholds, wann es triggern soll, in welcher Frequenz, mit welcher Periode wir bei den Daten arbeiten, ob die Alerts suppressed werden sollen, etc. etc. Zusätzlich haben wir die Möglichkeit, hier noch Log Analytics, Logic Apps hinterzuhängen in Azure. Das ist so ein bisschen Workflow Automation, das heißt, wir haben die Möglichkeit,
direkt auszuwählen, dass irgendeine Aktion passieren soll auf Basis dieses Alerts. Das heißt, wenn der Alert triggert, kann ich zum Beispiel sagen, die Maschine soll isoliert werden, ich möchte ein Ticket in meinem Incident-System erstellen, ich möchte gerne eine E-Mail bekommen oder ich möchte einen Tweet rausschicken, dass ich gerade gehackt wurde. Alles möglich, aber vielleicht nur partiell sinnvoll. Genau, so jetzt muss PowerPoint sich erst wieder einkriegen. Alerting. Genau, und das Interessante an dem ganzen Thema für das Thema Threat Hunting, natürlich basiert es alles auf den Alerts, aber wir haben ja gesagt, es ist ein kontinuierlicher Prozess. Das heißt, für das ganze Threat Hunting an sich, hat Christoph schon gesagt, das Ganze ist Kusto-basiert. Kusto ist die Log Analytics, ist die Abfragesprache von Microsoft, die unter anderem Azure Data Explorer verwendet wird, in Log Analytics selber und halt auch in Azure Sentinel, weil Azure Sentinel auf Log Analytics beruht. Die Queries, die hier genutzt werden, ihr habt eben so eine kleine Beispiel-Query gesehen, können genauso nicht nur für diese Incident-Response benutzt werden, also für das ganze Alerting, sondern auch für das eigentliche Hunting an sich. Und für das Hunting an sich, um einmal kurz zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, denn ich weiß nicht, wem von euch sagt Mitre Attack Framework irgendwas? Okay, fast niemandem. Also wenn man irgendwie sich mit Security ein bisschen beschäftigt, dann ist es so das Basis-Framework, anhand dessen so ein sehr, sehr großer Teil aller Methoden klassifiziert werden, die genutzt werden im Security-Bereich. Das heißt von Initial Access über Privilege Escalation, Lateral Movement etc., die ganzen verschiedenen Methoden, die es gibt, um sich in ein Netzwerk einzuklinken, um sich höhere Berechtigungen zu holen, um sich im Netzwerk weiterzubewegen, um, ich sag mal, unterm Radar zu fliegen etc., sind alle mehr oder weniger nach diesem standardisierten Framework eingeteilt. Da findet man sehr viel, das ist auch eine sehr gute Referenz und genauso ist es halt auch in Azure Sentinel eingeteilt. Das heißt, alle Hunting Queries, die man hat, sind bestimmten Attack-Mitre-Methoden zugeordnet und sehen wir aber auch gleich. Dafür aber nochmal ganz kurz, wie so eine klassische Killchain funktionieren würde. Ich mache das jetzt mal ein bisschen durch. Was wir da letztendlich haben, ist, dass wir irgendeinen Attack-Vektor haben in der Planungsphase, wo halt ein bisschen in der Erkundungsphase, wo sich Informationen eingeholt werden. Dann kommt meistens der Teil mit dem Initial Access, wo sich über verschiedene Möglichkeiten eingeloggt wird, ob es jetzt ein Passwort ist, das über Phishing erlangt wurde, ob es ein Passwort ist, was über Brute Force erlangt wurde oder über, kann auch eine Hardware-Attacke sein, kann auch jemand einfach ins Unternehmen reingehen, sagen, hier, ich bin die Putzkolonne und gucken, wo ein ungesperrter Rechner steht, alles möglich und danach geht es nur noch darum, sich im Netzwerk zu bewegen. Ich weiß nicht, viele von euch kennen wahrscheinlich auch diese Statistik, dass ein Angreifer variiert ja zwischen ungefähr 200 und 600 Tagen erstmal im Netzwerk ist, bevor er überhaupt entdeckt wird. Das heißt, dieser dritte Part ist meistens der längste Part und da hat man auch sehr, sehr viel Zeit, weil die wenigsten Firmen tatsächlich so aktiv an dem Thema dran sind, weswegen auch dieses Thema Threat Hunting so aktiv gepusht wird, weil das eine der Möglichkeiten ist, um wirklich schneller diese Zeit zu verringern, bis die Angreifer im Netzwerk entdeckt werden. Und zu guter Letzt, wenn man genug Daten gesammelt hat und irgendwann ein verwundbares System gefunden hat, dann führt man halt das aus, was man haben möchte. Ob man jetzt den Domain-Controller komprimieren will, ob man Daten extrahieren will, etc. Und genauso sind auch die Beispiele aus der Attack-Chain, die wir haben. Wir haben jetzt eben gesehen, Brute Force ist eins der Themen. Dann werden wir gleich mal kurz zeigen, dass eine bestimmte Maschine kompromittiert wird. Danach werden noch Credentials geklaut und noch ein bisschen Privilege Escalation betrieben. Genau, so dann gehen wir erstmal auch mal kurz zurück zu Azure Sentinel, um das einmal zu zeigen mit dem Attack Mitre Framework, was ich meinte. Alles gut, ja. Der wichtige Part ist nämlich hier der Hunting Part. Der Hunting Part beinhaltet die ganzen Hunting Queries, die man selber nutzen möchte, die man selber vielleicht gespeichert hat und man kann hier sich neue erstellen, Bookmarks hinzufügen etc. Das heißt, ich habe hier eine ganze Liste mit verschiedensten Log Analytics Queries, die wie gesagt eingeteilt sind hier oben nach Mitre Attack Matrix. Das heißt, ich habe hier, wenn ich mir nach Tactics suche, kann ich sagen, ich möchte jetzt nur Hunting Queries haben für Initial Access, Execution, Persistence etc. Jetzt mal sage hier, ich möchte nach Initial Access filtern zum Beispiel, dann einfach mal alle Queries ausführe. Viele treffen jetzt auf unser Szenario natürlich nicht zu. Aber wir haben jetzt zum Beispiel Successful ADP Logins,
was schon mal eine Query wäre, wo man dann basierend auf dem Alarm, den wir eben hatten, mit den Excessive Log-On Failures gucken könnte, gab es vielleicht eine erfolgreiche Attacke auf die verschiedenen, auf den Account, der kompromittiert wurde. Wir haben eben diesen einen Alert gesehen, der getriggert hat, basierend auf einem Threshold von einer bestimmten Anzahl an fehlgeschlagenen Anmeldungen. Wenn wir uns die angucken und jetzt reingehen würden und gucken, mit welchem Passwort denn am meisten das zum Beispiel ausprobiert wurde. Meistens ist es ja so, dass schon ein bestimmter Benutzername bekannt ist und dann noch Passwortlisten durchgegangen werden. Kann man dann danach als Beispiel abfragen, welcher User Test. Ja. So, wir benutzen dafür CRC Hydra, bekanntes Brute Force Tool, haben eine Passwortliste hinterlegt, haben einen definierten User hier, das ist der gute Peter Lustig, das ist der User, den wir angreifen, mit einer Wordlist. Dann wird hier eine Wordlist mit 450 Einträgen durchiteriert, mit den häufigsten Passwörtern, die es so gibt. Und sehr gut. Und müssen wir mal kurz machen. Und Covenant ist letztendlich ein C-Sharp-basiertes Command and Control Framework, genau wie zum Beispiel Metasploit, kann auch dafür benutzt werden. Und wenn wir jetzt einen Angriff ausführen wollen auf der Maschine, wir haben jetzt gerade per Brute Force die Credentials rausbekommen von der Maschine. Der nächste Step wäre jetzt erstmal irgendetwas auf der Maschine auszuführen, um die halt weiterhin kontrollieren zu können. Das heißt Initial Execution. Wir machen das jetzt mal ganz einfach hier per PowerShell. Führen ein Encoded Command aus, wie es halt meistens gemacht wird. Gehen einmal zurück in Covenant und gucken, ob der Host sich verbunden hat und können es dann auch direkt wieder trennen. Haben wir einen neuen Host online, das ist genau dieser Host. Können einmal, weiß ich nicht, auf den raufgehen. Und dann die ganzen Basisthemen ausführen. Das heißt, wir haben hier ein Command and Control Framework, über das wir remote Kommandos ausführen können und gucken können, was so passiert. Natürlich haben wir jetzt wieder ganz viele Artefakte hinterlassen, nämlich was passiert, wenn wir das ausführen. Es gibt PowerShell Scriptbook Logging, es gibt PowerShell Logs, es gibt System Execution Events und dieses Event mit dem Encoded Command, was wir ausgeführt haben, ist natürlich auch in PowerShell aufgetaucht. Wenn wir jetzt zum Beispiel mal uns Basismaschinendaten abfragen, weiß ich nicht, Seedbelt, Basic System Information oder sowas, Basic OS Info. Genau. Dann sehen wir hier, okay, wir sind auf der Workstation 01, die hat eine Domäne,
sehen ungefähr, was wir für eine Umgebung haben und haben hier einiges an Kommandos aktiv. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu Sentinel und in unsere Hunting Queries reingucken, müsste es hier zum Beispiel eine geben für Encrypted oder Encoded Commands. Das Internet macht mich ein bisschen fertig hier. Ja, die Suchfunktion will gerade nicht. Das Internet will gerade nicht, das ist eher das Problem. Aber das ist kein Thema. So. So, genau, wir haben jetzt hier eine andere Abfrage, die sich genau aus den Security Logs wieder ein paar Informationen holt und halt genau zum Beispiel nach den Standard Argumenten sucht, die alle drin hat, unter anderem Encoded Command, die halt genutzt werden, um PowerShell-Skripte auszuführen. Und genau diese Hunting Query können wir hier wieder direkt ausführen. Dann sehen wir, oh, hier gibt es zwei Results, die sollten wir uns vielleicht mal angucken. Können das denn wieder zeitlich korrelieren? Das heißt, wir gucken wieder auf die Daten, sehen, was ist hier passiert. Encoded Command wurde ausgeführt. Und das wäre zum Beispiel schon ein Thema, was ich jetzt direkt wieder in einen Alert überführen könnte. Dann würde ich irgendwie eine Isolation des Hosts triggern, weil in so einem Kontext wäre es ja eigenartig, wenn jemand so PowerShell-Kommandos ausführt und kann mich daran entsprechend langhangeln. Genau das Gleiche geht auch für verschiedene Persistence-Themen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel Persistence erreichen möchte durch WMI oder ähnliches, hier haben wir uns auch eine kleine Query gebaut. Dann würde das auch entsprechend im Eventlog auftauchen. Wir haben, genau, das Ganze basiert hier auf Sysmon-Events in dem Fall. Bei Workstation.local zum Beispiel haben wir hier jetzt nochmal ein komisches Persistence-Event, was man sich mal angucken kann, wo ein angebliche Installer-Datei getriggert wurde. Und wenn man sich nochmal anguckt, worauf das getriggert wird, dann sieht man hier, das wird jedes Mal getriggert, wenn Explorer-Exe ausgeführt wird. Das heißt, das ist zum Beispiel sehr unwahrscheinlich, dass das ein normales System-Command ist. Und genauso würde man sich an diesen verschiedenen Faktoren langhangeln. Wir haben jetzt hier gesehen, das ist auch wieder eine Persistent-Query. Das heißt, hier habe ich auch die Möglichkeit, wieder zu sagen, ich möchte gerne mir alle Persistence-Queries einbilden, weil ich habe das Gefühl, dass jemand schon Execution, Persist irgendwie oder Access hatte zu dem Host und jetzt irgendwie was ausgeführt hat oder sich persistieren wollte auf dem Host. Kann dann entsprechend filtern, kann meine ganzen Queries ausführen, die entsprechend erweitern und bekomme dann langsam die Ergebnisse zurück, sehe hier, okay, es gibt komische Prozesse auf Basis von verschiedenen Queries, die ich gebaut habe und halt auch zum Beispiel diese Encrypted PowerShell Command. Und genauso habe ich halt diese Einsprungspunkte hier innerhalb von Sentinel, wo ich sagen kann, das ist genau das, wo ich mich dann langsam aber sicher langhangeln kann. Und sobald ich halt hier wieder was identifiziert habe, kann ich das wieder direkt überführen in dann Analytics Queries. Könnte dann hier mir jetzt zum Beispiel für WMI wieder einen eigenen Alert erstellen, hängt dahinter ein Isolation-Event, ein Log-Analytics-Event. Wir haben das bisher immer mit Windows Defender ATP-Integration gemacht, weil da die Isolation sehr gut funktioniert zum Beispiel, weil das ja alles über die Virtualization-Based Security von Windows funktioniert. Und dementsprechend wäre das genau dieser Thema für die Hunting-Queries. Ich glaube, wir müssen einmal kurz ein bisschen auf die Zeit achten. Deswegen, wir gehen jetzt mal weiter. Genau. Wir machen mal kurz weiter mit Azure Sentinel. Oder, okay, 5 Minuten, sehr gut. Erstmal Fragen soweit zu den Hunting Queries an sich, zum Hunting. Okay. Wir sind auch danach noch da. Wer sich nicht traut, kann gerne danach nochmal ankommen. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt verschiedene Integrations in Azure Sentinel. Das sind jetzt die es aktuell gibt. Das heißt, wir können uns Daten ziehen aus allen möglichen Datenquellen. Und wir hatten es ja gesagt, das Allerwichtigste bei diesen ganzen Korrelationen ist halt immer, die Daten zu haben. Ne? Also es gibt halt extrem viele Quellen im Internet, wo man sich auch orientieren kann für Queries, für Datenanalyse, für zum Beispiel Sysmon-Events oder sowas.
Aber das sind jetzt die Integrationen, die aktuell in Sentinel drin sind. Das Interessanteste hier fand ich auch, dass direkt von Anfang an Common Event Format unterstützt ist, was mehr oder weniger das ist, was auch von sehr, sehr vielen Security-Themen als Standardformat als Export für ein SIEM-System unterstützt wird. Und Microsoft Defender, Advanced Threat Protection unten, Cloud App Security, diese ganzen Geschichten. Damit habe ich die Möglichkeit, wirklich eine ganzheitliche Datensicht zu erzeugen über meine Daten und mir dann Queries zu bauen, wo ich auch wirklich dann aus verschiedenen Systemen Indikatoren auch korrelieren kann und daraus entsprechend mir Events erzeugen kann. Wir gehen jetzt mal weiter zu den Takeaways, dann müssen wir noch ein, zwei Minuten vielleicht für Fragen haben, sonst sind wir uns auch danach noch verfügbar. Genau, ich glaube, das ist jetzt auch unsere letzte Slide mit dem schönen Bild, dass es einem Hacker einfach scheißegal ist, was gerade so stattfindet in der Organisation, welches Projekt, was das Budget ist, was auch immer. Diese Liste ist äußerst lang. Also ich würde jedem empfehlen, sich das einfach auszudrucken und einfach mal einen Zock zu hängen, falls es da noch nicht gibt. Aber das spiegelt im Grunde alles wider, was wichtig ist für das Thema Threat Hunting, warum es eingeführt werden sollte, wenn es es noch nicht gibt. Und mit Azure Sentinel gibt es das quasi für free, weil man hat sowieso schon relativ viele VMs in Log Analytics drin, wenn man Azure nutzt oder auch, egal von welcher Cloud man kommt oder von welcher Infrastruktur on Premises, einfach die Daten da reinschieben und man kann mit etwas Aufwand durchaus sehr viel Sicherheit schaffen hier. Ja, ich glaube, damit Questions erstmal. Gibt es Fragen? Warte. Genau, also Log Analytics funktioniert immer noch mit dem OMS-Agent, das geht auf Windows und Linux, das ist fast für alle Betriebssysteme möglich. Also wie gesagt, es ist auch vollkommen egal, ob der in Azure läuft, in AWS, in überall, solange er im Grunde die Möglichkeit hat, ins Internet zu kommunizieren, oder das geht auch über ein Gateway. Log Analytics hat an sich auch eine REST-API, über die man Daten direkt injecten kann. Also egal, also man kriegt die Daten da rein. Das ist egal aus welcher Plattform. Entschuldigung. Also wenn man es hinbekommt, irgendwie so ein Common Event Format Export zum Beispiel hinzubekommen, dann würde das gehen. Es gibt ja auch so, ich sag mal, Mini-SIEM-Systeme, so von Symantec zum Beispiel, diese Korrelationsplattform, hatten wir auch eben mal Integration gesehen, die halt zum Beispiel einfach alle Daten von Symantec-Produkten zusammensammelt und dann an SIEM-Wette schickt. Das würde natürlich gehen. Sonst von der Integration her, Christoph hat es gerade schon gesagt, es gibt halt auch eine API in Log Analytics direkt. Das heißt, ich kann auch einfach mir eigene Queries schreiben und im Zweifelsfall, wenn es halt nicht in Common-Event-Format exportierbar ist, mir das so umformatieren und dann selber an die API von Log Analytics schicken. Dann hätte ich theoretisch die Daten da drin. Ansonsten hat auch Log Analytics kein Problem damit, wenn dann noch andere Agents oder andere Themen damit drauflaufen. Der Agent hat meistens einen relativ schmalen Footprint, je nachdem halt, welche Solutions man ausgerollt hat. Genau, wir haben das eben gesehen in Sentinel, man hat dann immer noch die Möglichkeit, diesen Agent ein bisschen aufzurüsten. Das heißt, man kann zum Beispiel, wenn ich jetzt noch DNS-Einstellungen haben möchte, ich habe halt meinen Agent, sagt dann, ich rolle jetzt die DNS-Solution aus und dann wird halt auf dem Agent wird kommuniziert und gesagt, pass auf, sammeln jetzt zusätzlich nochmal diese Sachen aus dem Event-Log oder sammeln jetzt auch zusätzlich nochmal diesen Event-Log-Workspace oder so mit, dieses Event-Log mit und dann wird es halt mit repliziert. Sonst noch Fragen? Nö. Mhm. Also wir haben ja schon Hunting, zum Beispiel die Hunting Queries, da sieht man auch bei den Sources, es gibt halt ein GitHub Repository, wo alle Hunting Queries gepflegt sind, alle die da drin sind, werden auch automatisch immer in Sentinel schon integriert. Das heißt, wir haben schon mal einen Basissatz von irgendwie, genau, alles wo hier Provider Microsoft ist, das wird automatisch von Microsoft hier reingepusht. Und wenn ich jetzt einen Pull Request stelle, eine neue Hunting Query baue und die in das Microsoft Repo reinpusche, dann ist die morgen auch hier mit drin.
Das heißt, da haben wir schon einen Basissatz für die Analytics-Queries, die kann man halt darauf teilweise aufbauen, aber da gibt es, wie gesagt, ich kann nur dieses GitHub-Repo empfehlen von Microsoft, da sind Docs drin, da sind Notebooks drin, da sind Beispiel-Queries drin, Analytics-Queries und auch viele Notizen und Beispiele für verschiedenste Systeme, um die zu integrieren.